Zurzeit 4.300 Einwohner, im Sommer aber mindestens doppelt so viele Gäste.
Wir befahren nun die Straße zur Seebrücke. Auf der rechten Seite befinden sich hauptsächlich Hotels und Pensionen, die zu DDR-Zeiten als Betriebs- und FDGB-Ferienheime fungierten. Nach umfangreichen Sanierungen stehen sie heute wieder allen Gästen zur Verfügung. Die linke Seite der Straße wird im Wesentlichen vom Küstenschutzwald gesäumt. Gerade die Verbindung von Meer und Wald macht die Besonderheit von Kalmüritz aus und schafft das natürliche Heilklima. Deshalb wurde von einer weiteren Bebauung der rechten Seite auch Abstand genommen. So, als nächstes erreichen wir dann die Haltestelle zur Seebrücke. Dort haben wir dann ca. 15 Minuten Aufenthalt. Die nächste und gleichzeitig letzte Abfahrt für heute um 16.20 Uhr. 20 Minuten nach 4. In einem kurzen Augenblick erreichen wir unsere Haltestelle an der Seebrücke. In früheren Zeiten verfügte Kalmüritz sogar über drei Seebrücken. Diese wurden in den Jahren 1905 und 1910 erbaut und 1940-41 alle drei durch Eisgang zerstört. Auch die im Jahr 1946 in Müritz neu erbaute Brücke wurde bereits 1953 durch eine Sturmflut wieder zerstört. Der Neubau der jetzigen 350 Meter langen Seebrücke erfolgte übrigens 1993. Von der Seebrücke aus werden Schifffahrten nach Warnemünde und kleine Ostseekreuzfahrten Richtung Fischland dargeboten. Die Seebrücke wird auch gern zum Spaziergang auf die Ostsee, zum Sunset Walk oder als Ausgangspunkt aufregender Anglerabende genutzt.